früheres Einschreiten, das fordert der Bund. Und das bereits ab einem Inzidenzwert von 35. In der Beschlussvorlage heißt es, dass für Gastronomien dann wieder eine Sperrstunde gelten soll. Für die Gastronomen eine Katastrophe. Zumal, und das ist das Problem, die Hotellerie, aber insbesondere auch die Gastronomie, ein sehr renditeschwaches Segment ist. Das heißt, da verdient man sowieso relativ wenig Geld. Und wenn man dann eben zusätzlich solche Auflagen bekommt, wird es umso schwerer, die Betriebe zu erhalten. Bars und Clubs sollen dann wieder schließen. Außerdem gibt es eine strengere Maskenpflicht, wo der Mindestabstand kaum möglich ist oder Personen für längere Zeit zusammenkommen. Auch die Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen sollen weiter begrenzt werden. Sollte die Infektionszahl in den betreffenden Gebieten nach 10 Tagen immer noch nicht sinken, folgen weitere Regeln, wie etwa eine Kontaktbeschränkung. Diese neuen Maßnahmen sollen dann anders als jetzt überregional vergleichbar sein. Auch das Beherbergungsverbot ist noch ein Thema. Gerion Haumann von dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz hält von dem Verbot nichts und schlägt stattdessen vor, private Feiern nicht mehr in angemieteten Räumen, sondern nur noch in der Gastronomie, Hotellerie oder tatsächlich daheim in privaten Räumen. Wir haben in der Gastro die Profis. Es ist jetzt die Zeit in der Pandemie, das auch den Profis zu überlassen. Da all die möglichen neuen Beschränkungen vor allem der Wirtschaft schaden würden, will der Bund die Hilfsmaßnahmen für die Unternehmen noch verlängern. Merkel hat noch einmal deutlich gemacht, dass ein Lockdown wie im Frühjahr unbedingt verhindert werden muss.